Wie würde Daniel so schön sagen? Jubje! Wenn ich anfange zu stottern, schneidest du. Für die Kinder und Jugendlichen kann es nichts Besseres geben. Also, das kann ich jetzt nur ich sagen. Vielleicht gibt es ja was Besseres, aber ich bin davon überzeugt, das ist wirklich, das ist das, was unsere Kinder und Jugendlichen brauchen und selbst wir Erwachsene. Hallo, mein Name ist Angelika. Und mein Alter ist 55, gefühlte 30, seit dem Seminar. Ich bin verheiratet, habe zwei ganz tolle Töchter. Eine ist 24 und die andere ist 21. Ja, ich hatte irgendwas im Internet gesucht und bin da auf die Ecosia-Seite und habe da geguckt und plötzlich, ich weiß nicht wie, ich auf einmal IPE, Kinder- und Jugendcoach. Oh, habe ich gedacht, das ist interessant, guck mal. Ja, und dann habe ich mich ganz spontan angemeldet und habe dann gedacht, oh Gott, was hast du da getan? Und bin dann auch so wieder in Schleudern gekommen. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn du das jetzt so ganz spontan, deine ersten paar Sekunden, mach's einfach. Und ich habe es nicht bereut, es war genau richtig. Ich muss wissen, wie der Coachee sich fühlt und wie der Klient sich auch fühlen kann. Und ja, und man kann ein Handwerkzeug nur anwenden, wenn man es selber anwendet. Und ich finde es einfach eine tolle Methode. Und ich hatte immer so ein bisschen Prüfungsangst. Ein bisschen ist gut, ganz schön. Und ich war ganz erstaunt, als ich gestern so den Wissensbogen, kein Prüfungsbogen, Wissensbogen bekommen habe, was ich da noch so alles weiß. Ja, toll, und ich freue mich schon aufs Ausfüllen. Also ich habe viele tolle Seminare gemacht. Ich habe unter anderem auch eine Mentaltrainerausbildung gemacht und da habe ich ja auch einige Tools schon kennengelernt. Nur was Daniel da so aus diesen ganzen Tools da nochmal kompakt macht und vor allen Dingen, wie er es rüberbringt, einfach nur genial. Also ich sehe ihn immer so vor mir, springt noch dahin und ja, also wirklich ganz toll. Muss ich echt sagen, ich bin begeistert.